Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, gestern habe ich mich vom lieben Grafen auf den neuesten Stand bringen lassen, was das Spiel Scam betrifft, mit all seinen Patches und was jetzt so neu ist. Mann, da habe ich echt eine Menge verpasst. Zum Beispiel die abgeschlossenen Schließfächer in den Polizeiwachen und in den Bunkern. Oh Gott, ich bin so ein schlechter Schlossknacker. Da müssen wir mal ein bisschen üben. Das könnten wir auf dem Weg ja heute machen, denn Steffi begibt sich ja auf dem Weg nach Hause. Ansonsten habe ich in den Kommentaren gestern was gelesen, was ziemlich cool ist. Ein Schubkarrenrennen. Das wäre wohl mal eine geile Idee. Das könnten wir auf jeden Fall mal so übernehmen, liebe Admins, dass wir mal so ein richtig geiles Schubkarrenrennen machen. Mit Waffen erlaubt. Und ich weiß nicht, ob das PvP sein soll oder ob wir tatsächlich irgendwelche Ziele aufbauen, die erschossen werden müssen. Mal gucken. Das lässt sich auf jeden Fall umsetzen, wenn wir da nochmal rüber quatschen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Schubkarrenrennen. Mann. Da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Mann, bin ich ein Trottel. Gut, egal. Steffi, die digitale Steffi, begibt sich auf den Weg nach Hause. Sie hat noch eine große Strecke vor sich, aber wir werden ja durch den Patch vielleicht noch das ein oder andere Abenteuer erleben dürfen und ich versuche natürlich nicht zu sterben mit ihr. Deswegen gar nicht viel Gequatsche, ab auf dem Server. Aber an erster Stelle besser nochmal oder an letzter Stelle nochmal gesagt, Dankeschön für eure total lieben Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Willkommen zurück, Kommentare, und ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Endlich wieder Videos von Timmy. Mann, das hat mein Herz berührt und ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht. Neue Projekte habe ich jetzt ein paar so im Hinterkopf, da kommt heute, wenn ich es schaffe, eigentlich sollte ich es schaffen, ich habe gerade von der Arbeit freigekriegt, also ich bin gerade nach Hause gekommen und da will ich gleich noch was aufnehmen, mal gucken, ob das gut wird und ob das YouTube-tauglich ist, dann wird heute nochmal ein extra Video kommen von einem anderen Spiel, das werdet ihr dann sehen. Gut, ab auf dem Server, gar nicht lange schnacken, Steffi hat zu tun, es ist circa kurz vor 10 Uhr morgens auf dem Server, ich musste nichts umstellen. Perfekt, bei mir ist aktuell 10.28 Uhr und wie gesagt, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, war ein entspannter Dienst, ich habe mich um kurz nach 10, das hört sich immer so doof an, kurz nach 10 ins Bett gelegt und bis, kurz vor 7 geschlafen. Aber dann haben wir natürlich noch einen Einsatz bekommen. Ach du Jemin, ich bin ja noch in Timmy-Town, stimmt ja. Huhu Tim. Ja, wunderschön, wurde ich sofort begrüßt, dass die Leute immer wissen, dass ich dann da auslocke und da wieder einlocke. Und das hier, dieser komische Bug, dass dieses Ding hier immer rumschwebt noch, das gibt es doch schon seit keine Ahnung welchem Patch. Ne? Das sieht aus wie ein Teil von einer Waffe, finde ich. Und das schwebt immer rum, immer wieder. Wenn man sich einloggt. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Keine Ahnung. Gut, der Weg, wir wurden so ein bisschen teleportiert, wir waren ungefähr hier. Und der Graf hat so ein bisschen gezogen, damit die Folge sich nicht unendlich in die Länge gezogen hat. War ja ganz in Ordnung, glaube ich. Ne? Ich selber mache es ja nicht. So, gut. Runter von diesem krassen Gebäude. Was einfach nur mehr Wohnraum bieten soll für die Spieler, die auf dem Server kommen. Denn der Server ist natürlich für jeden zugänglich. Das Ganze über eine Whitelist. Wer sich da schon immer gefragt hat und die Videos gucken gerne mal mitspielen will, die Möglichkeit mitzuspielen gibt es natürlich. Aber das Ganze machen wir über eine Whitelist, um da die Kontrolle zu behalten, damit nicht irgendwelche Hacker uns den Server kaputt machen. Das ist zu hoch, da klettere ich lieber. Die IP dafür, die findet ihr natürlich im Discord. Und den Discord-Link, den findet ihr natürlich in meiner Beschreibung. Keine Frage, ich habe noch die Gummistiefel an, ne? Aber es macht nichts. Die sehen ja irgendwie überhaupt nicht sexy aus. Gut, auf jeden Fall findet ihr den Link zum Discord und den Rettungsdienstwagen, der jetzt vorbeifährt, oder Polizei. Die findet ihr nicht in der Beschreibung, aber den Link, zack, zum Server findet ihr in der Beschreibung und auch wie ihr da drauf kommt. Ihr müsst nur die Regeln durchlesen, mit den grünen Haken akzeptieren und dann bekommt ihr noch ganz viele mehr Scam-Reiter und könnt euch whitelisten lassen. Ne, das Whitelisten kostet kein Geld, das ist für alle umsonst und wir freuen uns einfach nur über mehr Mitspieler. Denn letzte Zeit ist es ein wenig eingebrochen, muss ich sagen. Und aber ich möchte gar nicht dran schuld sein. Das ist so das doofe Gefühl, dass ich dran schuld bin, weil ich keine Videos gemacht habe. Aber so wichtig kann ich doch gar nicht sein. Gut, wie gesagt, wir bewegen uns Richtung, Nordwesten, Südwesten. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken, es würde eher Nordwesten sein. Gucken uns die alte PvP-City nochmal an. Voll ist der Server nicht. Waschen uns erstmal jetzt am Bach. Das passt ja gerade mal optimal, weil Steffi ultra dreckig ist. Nähen unser Zeugs mal fit, damit, wenn wir nach Hause kommen und ich hoffe,
Ich hoffe, dass meine Bude noch geklemmt ist von mir und dass sie gehegt und gepflegt wurde. Ich konnte es ja nicht selber machen. Ich war ja nicht da. So. Aber was bringt uns Gummistiefel? Ich bin mal gespannt, ob die nass werden. Also eigentlich können die nur von außen nass werden und nicht von innen. Außer ich gehe in zu tiefen Gewässer. Naja. Das liegt am Entwickler, ob er das gepatcht hat. So, der Server ist relativ leer aktuell. Ich muss urinieren. Okay, das machen wir im Wasser. Spuren vernichten. Und ja, wie gesagt, Ziel ist heute erstmal die große Stadt hier. Das kleine Militärlager begutachten wir nochmal. Und dann geht stramm Richtung D4, Richtung Safe Zone. Da hat der Graf ja gestern auch noch so ein bisschen gesagt, da wird sich ja auch noch ein bisschen was verändern. So, die Gummischiffe sind nicht ganz unter Wasser gewesen und werden auch nicht nass. Irgendwie lauf ich auf Wasser damit. Das sind vielleicht Jesus-Schuhe. Und ja, fangen wir an mit der Reinigung, ne? Das ist einfach nötig. Repair, ablegen, Lumpen, nein. Das kann man nicht reinigen. Aber ich hab doch Seife, aber das war ja so, dass ich die in die Hand nehmen musste, ne? So. Wash all. Und es wird erstmal spannend gewaschen heute. Damit wir jetzt, wenn wir nach Hause kommen, nicht ganz so schludrig aussehen. Das muss ja nicht sein. Zack. Aber die darf ich auch waschen, das ist ja witzig. Seife hat noch 11. Wir hatten doch gleich 2 Seifenstücke, oder? Nee, ich hatte keine 2 Seifenstücke. Jetzt hat sie noch 1. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich die sauberen Gummischiffe sauber gemacht. Und sie sind nass. Überraschung. Die Hose, die ist noch wichtig. Aber mit 1 werde ich nicht viel waschen. Meinte die eine Einheit hat die Hose jetzt sauber gekriegt? Da bin ich ja mal neugierig. Gut, Wölfe habe ich jetzt auch rausgefunden. Wurde mir ja gestern gesagt vom lieben Grafen. / Olaf. die spawnen überall und sind saugefährliche Viecher. Deswegen würde ich doch tatsächlich gerne mein Equipment ändern. Tatsächlich erstmal, unsere Bewaffnung ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben ja die Schrotflinte, die ist wahrscheinlich ganz gut. Hier haben wir ein leeres Magazin. Da könnten wir zum Beispiel die nochmal reinkloppen. Das ist ja die 45er, nimmt die ja, ne? Genau, 45er. Wir haben noch eins. Damit ich da mal einen Überblick bekomme. Hat halt wenig Schuss, ne? 7 Schuss, glaube ich, nur. Die Schrotflinte weiß ich nicht, ob die geladen ist. Das müssen wir gleich mal testen. Die MP5 ist geladen. Hier sind ja die Magazine. Ja, die sind gut gefüllt. Aber ich will jetzt nicht... Obwohl, da oben ist ja noch mehr 45er. So, dass wir die Pistole als schnelle Backup-Waffe haben. Wenn böse... Ganz böse... Wölfe kommen, denn wie gesagt, die sind ja wirklich überall. Zudem seht ihr hier den wunderschönen Chili-Eintopf. Naja, jetzt will keiner mehr den Chili essen. Die wissen ja alle, wie uralt er schon mittlerweile ist. Und das ist ziemlich eklig, ne? So, gut. Hab ja nur, ja, ich schätze mal so 2 Monate dafür gebraucht. War ja ein Klacks. So, haben wir den Rip and Repair Kit? Ja, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den verbummelt habe mit irgendwem, was ich weggeworfen habe. Rap and Repair Kit hatte ich nämlich auf jeden Fall. Was hat Timmy wieder verbummelt, dass das weg ist? Ach, guck mal, hier doch eine ordentliche Sniper-Moon, ne? Pack die mal aus. Armored Piercing, die sieht irgendwie anders aus als vorher, oder? Zack. Falscher Knopf. Ja, da war ordentlich. Da haben, ich glaube, 3 Stück hat es jetzt noch reingemacht. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal voll geladen. Das war schon mal wichtig. Dann habe ich noch auf der links den Flitzebogen. Auf der 4. Ich teste mal was. Hotkeys. 27 von 30 Schuss. Ja, ich war mutig. Ne? Hätte auch schießen können. Und die Schrotflinte hat 0. Dann lade ich die mal voll. Ich glaube, die wäre ganz praktisch, wenn wir so eine gemeine Wolfsattacke bekommen. Ne? Also das könnte mir dann den Arsch retten. So, nachgeladen. Waffe wegpacken. Wir haben ein wenig Gewicht verloren. Ach ja, das macht nicht automatisch diesen Schwenker hier. Wir haben automatisch ein wenig Gewicht verloren, weil wir ja die Zutaten jetzt gebrutzelt haben. Das hat sich ja in der letzten Folge so ergeben. Und ich hatte auch noch genug, ja hier, Medikits, Stoffwechsel für die Reise. Oh Gott, da esse ich dann doch nochmal ein MAE.
Scheiß auf die Gesundheit. M16 Magazine, AK Munition. Gott, Gott, Gott. Und den müssen wir natürlich in Sicherheit bringen. Was ist das hier? Auch 45er, genau, habe ich gerade ausgepackt. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Platz sogar mal wieder. Wahnsinn. Okay, weiter geht die Reise. Leicht gereinigt. Wir könnten zu Ritterburg, aber ich glaube nicht, dass mir das irgendeinen Sinn ergibt, denn mein Inventar ist voll. Die Kleidung, die ich habe, habe ich. Und das alles, was ich jetzt gerade mitschleppe, will ich gerne daheim einbunkern, um ja, die nächsten Projekte zu starten. So, ich werde natürlich meinen Bogenschießskill weiter versuchen zu verbessern, weil ich mag Bogenschießen sehr. 23.703. Wir schießen jetzt am Rücken. 23.703. Oh, was hat das denn für ein Geräusch? Sag nicht, dass so hört ein Wolf jault. Das habe ich schon verstanden. Dafür brauchen wir dann mal ein paar mehr Spieler auf den Server. Auch wenn eine Vibe ansteht. Wie gesagt, man kann ja sich immer ein bisschen wieder einspielen, ein bisschen trainieren. Nicht, dass man da aus der Übung kommt, so wie ich. Auf einen Fall nur. Ja, das geht doch relativ gut ab, ne? Dann mache ich mal ganz schnell im Wald Pipi. Ist ja nicht so schlimm im Wald, ne? Ungesund ernähren wir uns nicht. Antibiotikum habe ich auch nie gegessen. Alles naturfreundlich, was aus ihr rausläuft. Ja, komm, mach. Zieh die Buchse hoch, die schon oben war. So, da hinten haben wir nochmal einen Zombie. Und irgendwann habe ich keine Pfeile mehr. Das ist das Blöde. Ich glaube, die Distanz spielt keine Rolle, ne, beim Schießen, um mehr Skillpunkte zu erlangen. Spaß macht's alle Male, aber ernsthaft, gegen den Spieler mit einem Pfeil und Bogen, da kannst du schon was reißen, glaube ich. Aber der darf dich dann aber auch nicht sehen. Mit einer Flinte hat der einfach mal den längeren, würde ich sagen. Hose ist dreckig, also sie ist nicht sauber geworden mit der einen Einheit, aber war ja irgendwie wie logisch, ne? So, Herr Zombie, du hast aber wieder viel mehr abgekriegt. Eigentlich besser weg, wartet. Mal einmal umkicken. Na, dann holt man sich ja den einen oder anderen Pfeil mal wieder raus. Zombie? Ach da, jetzt versteckt er sich auch noch. Na, seht ihr, der Fall, der taucht immer wieder auf. Jetzt. Ach, wisst ihr was, wir zerlegen den. Vielleicht kriegen wir den Fall dann ja auch. So. Nicht zerlegen, entkleiden den armen Wurp. Oh, gut. 100 Money hat er dabei gehabt. Sehr schön. Er ist auf jeden Fall reicher als ich, denn ich sage euch, so eine Scheidung und so ein Umzug sind nicht gerade günstig. So, gut. Dementsprechend Donations an mich. Nein, Quatsch, momentan klappt das alles noch ganz gut. Aber ich werde bald wohl in größeren Nöten geraten, was Money betrifft. Aber ich glaube, das kriege ich alles hin. Das ist ein Tierchen. Das jagen wir jetzt mal nicht. Boah, das ist ja irgendwie was Vorbeischießendes, ey. Wahnsinn. So, wie weit ist das denn bis dahin? Das ist ein Eckchen. Ich mache mal die Beine in die Hand. Ich schreibe mal mein klassisches Huhu, denn 3-4 Mann waren ja da. Oh, im Captain Caps Lock. Oh, da steht schon was. Wird der Charakter auch gelöscht? Bei Vibes werden auch die Charakter gelöscht. Das heißt, du musst den komplett neu erstellen. Das ist immer doof. Weil dann die Skills natürlich wieder anders sind. Und man kann sich natürlich auch da verbessern, wenn man weiß, welche Skills vorher unnötig waren. Da finde ich das immer ganz angenehm. Aber wenn man das 5, 6, 7 mal hintereinander macht, ist es dann so ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, man liebt ja seinen Charakter irgendwann mal so ein bisschen, ne? Wenn man mal guckt, wie lange lebt die Steffi schon. Immerhin jetzt 55 Stunden. Ich glaube, so lange hat sie noch nie gelebt, bevor sie gestorben ist. Ist das natürlich, wenn das auf Null gesetzt wird, schade. Na, deswegen bin ich auch kein Freund von Vibes. Leider wegen der Performance, die
nicht unsere Schuld ist, also nicht von dem Server von uns, die Performance vom Spiel selber, lässt uns manchmal keine andere Wahl. Damit das alles wieder besser läuft und ein bisschen aufgeräumter ist. So, ja, wie gesagt, ich habe die Kommentare gelesen. Die ist eine Dürre, die braucht nur einen Hieb. So. Wie zum Beispiel die Squad-Größen zu limitieren. Ao Guang hat viel also mitkommentiert. Also die Squad-Größen zu limitieren und sowas und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir werden mit den Admins mal dicke Gespräche führen die Tage, wie das dann Ganze ablaufen soll. Ich finde das so schade, weil es gibt natürlich auch große Squads, es gibt kleine Squads, es gibt gigantische Squads, die natürlich sehr dominieren. Aber wenn wir hier an Realismus denken, wird sowas auch in Real Life geben, wenn jetzt so eine Zombie-Apokalypse kommen würde, durch Corona, Impfung, ne? Stell mal vor, die macht uns alle zu Zombies und ein paar Überlebende. Und natürlich wird es dann auch größere Squads geben. Wir müssten einfach andere Regeln, also mein Gefühl jetzt, das ist jetzt so meine ganz spontane Idee, wir müssen höchstwahrscheinlich Squads ab einer gewissen Größe gewisse Regeln aufgeben, das, was sie machen dürfen und was sie nicht dürfen. Ne? Kleine Squads, große Squads, mittlere Squads, alle müssen eine eigene, ja, eine Aufgabe nicht, aber ja, so wie bei The Walking Dead, ne? Also die ein Schweinchen, die Hauptdarsteller Base von denen da, wie hießen die? Keine Ahnung, hab ich schon wieder vergessen. Die waren ja freundlich und lieb. Ne? Man kann ja zum Beispiel auch ein Squad sein, was freundlich und lieb ist und versucht, andere Squads irgendwie zu unterstützen. Aber das Ganze ist schwer, ne? Weil es ist ein PvP-Titel und es macht ja keinen Spaß, wenn die Squads jetzt hier einfach nur rumlatschen und hier, möchtest du gerne mein Essen haben? Ich habe genug zu Hause. Dann macht das ja keinen Spaß, ne? Was hier noch fehlt, ist so Ackerbau und sowas. Das wäre natürlich noch episch, ne? Wenn du hier selber Sachen anbauen könntest, wie Tomaten und ja, Mais, was es hier als im Spiel auch gibt, ne, Melonen und mit einem anderen Squad sozusagen einen Deal eingehst, ne? So wie bei The Walking Dead, dass die sich gegenseitig Sachen verkaufen, ne? Die schicken dir Waffen, du schickst denen einen Maiskolben. Willkommen zurück, hab die letztens in Dortmund gesehen, bei der Arbeit. Oh. Ernsthaft? Gut, es gibt viele Rettungswagen, also in Dortmund bin ich nur auf dem Balkon am Rumstehen und wink fremden Menschen. Nein, das mache ich nicht. So, nordwestlich ist schon ganz gut. Dann sind wir gleich schon in der PvP-Stadt, so nenne ich es ja immer ganz gerne. Und ich würde, wie gesagt, gerne mal in die Polizei reingehen, in die Polizei, nicht Polizei, und da mal checken mit den Schlössern. Ja, ich habe natürlich jetzt nichts zum Knacken dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Gar nichts zum Knacken dabei. Und wird. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir ja noch was. Das einfach mal gerne austesten. Die Schlösser selber, ich weiß nicht, ob man da auch einen Elektroschlag kriegt, wenn man sie nicht knackt. Wenn man es nicht schafft. Weil Steffi, ihr Knackskill, wo auch immer der jetzt ist, werfen Demolition Diebstahl, ist ja bei 48.000. Nicht relativ hoch, aber auch nicht relativ niedrig. Da müssen wir mal schauen. Doch die nächsten Patches werden scheinbar sehr krasse Sachen mitbringen. Ich habe da gestern ja schon mal was gezeigt. Upsa, das sollte ich gar nicht so machen. Preise Map hier. Diese Map mit diesem neuen rechten Abteil. Also wahrscheinlich noch ein neuer Quadrant. Und unten nochmal ein großer neuer Quadrant mit dieser Insel, die relativ viele Brücken hat. Wo uns auch wieder neue, viele Möglichkeiten mit. Ganz unten links sieht man irgendwas Rotes, auch auf dieser kleinen Insel. Also da wird extrem spannend und ich freue mich, das zu erkunden. Ne? Es wird aber ein gigantischer Patch, muss man jetzt schon mal vorher sagen, ey. Also so eine Map-Veränderung habe ich mir schon seit langem, langem gewünscht. Klebstoff, Müll. Das wäre lustig, wenn da ist eine Pepperoni drin ist. Den Chili con Carne-Eintopf, den haben wir uns ja ein bisschen ermogelt, weil das war ja ein Geschenk in der Kiste. Und Ton ist da, ne? Ja, gut, OBS macht Ausschwank. So. Wie nass bist du denn noch, Rucksack? Alles noch ziemlich sehr nass, ne? Das wird auch langsam immer nur trocken. Das Pistolenholz war klein, die Gummistiefel sind klein, sind mal trocken. Aber der Rucksack, der zieht sich ganz schön voll mit Wasser, ey. Logisch.
Okay. Also ich freue mich auf jeden Fall gigantisch auf die neue vergrößerte Map. Also sie wird die alte bleiben, aber halt nur mit neu angebauten Teilen. So wie wir das früher gedacht haben, dass wir nur in einem Quadrant sind, also in einem Viertel der Map und dann rechts, oben, links, oben und oben rechts nochmal derselbe Teil der Größe der Map rankommt. Ich denke mal, das wird nie passieren, weil das einfach zu heftig wird von der Größe her. Aber so bin ich schon ganz zufrieden. Finde ich cool von den Entwicklern, dass sie nicht so verworfen haben. Und Änderungen sind ja immer was Feines, ne? Da kann ja einer, ein Squad auf diese Insel leben oder weiß ich nicht was. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die es da zu erspielen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. War ich jetzt schon drin? Nee, negativ. Im Leben. Ist auch immer alles leer, ne? Ab und zu findest du mal eine Weintraube und das war's auch. So, weiter geht's. Noch Katzensprung. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Seife. Ich will ein bisschen sauberer ankommen zu Hause. Das ist mir wichtig. Und ich glaube schon eigentlich, dass meine Wohnung einfach nur leer ist. Ich glaube nicht, dass da viel passiert ist. Mein Vitamin D ist bei 66%. E könnte man noch was mampfen. Obwohl die Einpackung mit Rindereintopf, glaube ich, gerade eh einen gegeben hat. Oh. Komm, bist du nicht mutig? Oh, das ist ja verdammt mutig und gut, oder? Zehn Money. Oh Mann, ich muss das endlich mal eintauschen. Das haben wir hier schon fast 1000, ne? Was war da noch drin in der? Nix. War mein Pfeil, ne? Das finde ich immer schade. Wo mag er sein? Da müsste er jetzt, upsa, vorne bei ihr stecken. Nein, soll es treten. F, V. Eins. Ab auf den Rücken mit dem Bogen. Und kick. Ja, ich sehe ihn ja. Ich sehe ihn doch. Wir haben sie ist schon tot, wurde nochmal von uns getötet und jetzt muss ich sie auch noch foltern hier. So, schnellen Fußes. Denn wir haben tatsächlich ein Ziel. Ich muss diesen ganzen Mist loswerden, den ich mitschleppe. Hep. Den Chili, den werfe ich da vorne in eine Kiste rein, vor der Bude, da wird wohl eine Kiste stehen. Da könnt ihr euch dann alle ranlaben, die gerne wollen. Den anderthalb, zwei Monate Chili. Ja, es ist sehr gereift. Ich nenne es einfach mal sehr gereift. Ne, hier. Chili con carne ist ein würziger Eintopf, der Chili-Schotenfleisch und auch Tomaten und Bohnen enthält. Ich habe keine Bohnen reingemacht. Gut. Dann geht's einfach mal direkt in der Polizeiwache. Knackwerkzeug scheint ja nicht so selten zu sein. Ich habe ja schon Schraubenschlüssel gefunden, tatsächlich. Deswegen müssen wir erst ein paar Häuser durchforsten. Aber wir gucken erstmal an, wie das aussieht da drinnen. Na, wir können mit der Pistole ganz leise killen. Oder mit der Schrotflinte. Gott sei Dank, aber es scheint auch nicht so viele Wölfe zu geben. Aber die hören nicht auf, bis du tot bist. Wurde mir schon geschrieben. Das ist natürlich fies. Und ich denke mal, die machen einen erheblichen Schaden auch, ne? Komischer Vogel. So, einmal clearen wir die Polizei. Ich bin zwar sehr laut, aber wie gesagt, sind ja nicht wirklich allzu viele Spieler da. Hier kann man auch noch Munition herstellen. Also die selbstgebaute Werkbank kann man ja bauen. Und das ist eine Halloween-Maske. Ach, scheiße. Habe ich natürlich auch komplett verpasst. Mann, Mann, Mann. Gibt die Vitamin D? Ich glaube nicht, ne? Eher Vitamin E oder K. Der kleine Walnüsschen, da können wir auch gleich gucken. So. Leise mit der Pistole. Erstmal durchforsten wir den Müll. In der Apokalypse ist alles wichtig, auch Müll. Also das ist ja mal eine geile Halloween-Deko, ne? So ein Messer durch den Kopf.
das kann ich auch noch ein bisschen auflassen. Das finde ich schön. So, hier drin ist schon mal nichts gewesen. Okay, das sind jetzt die Fächer. Locked, 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 locked. Das heißt, die müssen alle geknackt werden. Ja, Heidewitzka, der Kapitän. Noch weiterzumachen und Dinge zu farmen, macht durch den beschlossenen Vibe vor Weihnachten leider keinen Sinn mehr. Doch, macht doch Sinn. Kommt immer drauf an, was man lootet, ne? Sich jetzt eine dicke Ausrüstung zu sammeln. Ich finde das auch mal doof, ne? Man sollte das später sagen, aber das ist ja auch irgendwie gemein. So. Da oben ist ja mit Sicherheit ein Zombie irgendwo rumliegen. Also diese kleinen Dinger, die lassen sich noch durchsuchen. Die brauche ich auf jeden Fall, wenn wir Knackwerkzeug. Wir brauchen dann Schraubenschlüssel. Oder Zieher. Tape. Für mich ist das jetzt erstmal so ein bisschen entdecken, muss ich sagen, ne? Weil ich ja wirklich so lange nicht gespielt habe. Das ist ganz angenehm. Schere braucht man nicht zum Looten. Okay, sind jetzt alle gelockt. Das heißt, du machst dir die massive Arbeit, die Dinger zu knacken. Und wenn du Pech hast. Oder gibt es das improvisiertes Werkzeug zum Knacken? Muss ich mal gucken. Ich glaube aber eher weniger. Wenn der Pech hast, ist da nur Scheiße drin, ne? Also du hast nur dieses Lockpick-Board, wo du üben kannst, aber nicht wirklich. Nicht wirklich, eins, mit dem du was reparieren kannst, ne? Ah, da ist doch ein Zombie drin, mit Sicherheit hier. Sneaky Gummistiefel. Ja, aber das sind ja halt die Fächer, die sich lohnen. Vielleicht ist der Loot da drin ja jetzt ja besser geworden. Da ist ja ganz leer hier drin. Und da ganz oft einer in der Ecke liegt. Ist kein Zombie jetzt im Ernst? Die ganze Polizeiwache ist leer. Nicht ein werter Herr Zombie. Hier sind mal Mützen drin und oder Handschuhe. Ich habe nicht gelogen. So, jetzt müssen wir hier in der Stadt tatsächlich einen Schraubenschlüssel finden, damit wir beginnen können mit den Knacken. Da habe ich schon reingeguckt, ne? Da sind ja auch, wie gesagt, auch nur Klamotten drin. Ah, da ist also ein ganzes Robin Hood-Kostüm drin oder was? Okay. Ich finde das ganz cool, dass das abgeschlossen ist. Aber ich finde, sollte mal ein oder an, das andere sollte mal offen sein. Die können ja nicht jetzt abgehauen sein hier und alle Schlösser zugemacht haben vorher. Wie lange? Was für ein komisches Hobby ist das denn? Aber ich glaube, in irgendeiner Werkstatt werden wir schon fündig werden. Das sieht geclaimed aus. Ja, Timmy sucht was. Was wird Timmy finden? Nicht das, was er sucht. Wie immer. So wie früher. Mit seinem Messer im Kopf. So. Eine Sache, die ich ziemlich bescheuert finde, ist, dass tatsächlich jede Schubkarre als Fahrzeug gewertet wird hier. Das finde ich richtig dämlich. Das heißt, von der Autoanzahl machen Schubkarren dann die Autos im Arsch. Ne? Das ist ziemlich bescheuert. Kommen denn die Entwickler auf so einen Kram? Na, ich dachte, das wäre ein Dings. Schade. Hätte ja mal schnell funktionieren können. Was ist das denn? Keycard. Ah, von denen hat der Graf da auch gesprochen. A Killbox in Alpha 2. Time to use Keycard. 71 Stunden. Also man hat 72 Stunden die Karte. So lange hat man Zeit, nach Alpha 2 in den Bunker zu gehen. Okay. Alpha 2 Werber da unten. Oh Gott. Ich kann, das ist auch wieder ein gutes Handelgut eigentlich, oder? Handelsgut. Und die Keycard. Ja, guck mal hier, warte, dann nehme ich auch mal schon mal so ein Entschärftool mit. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also ich würde jetzt mit der Ausrüstung noch nicht knacken gehen, da hätte ich jetzt Schiss. Weil ich ja gehört habe, da gibt es Giftgas, ne? Man sollte auch eine Gasmaske finden und sowas alles. Oder eine ABC-Schutzmaske. So. Jetzt können wir noch
bisschen Bogenschießen. Im Arm. Ja, guck da nur doof. Wieder ein komisches Geräusch im Hintergrund. Leute, das macht mir Angst. So. Ja, ist immer komisch, ne? Wenn man so ein Spiel neu wieder... Was heißt neu Spiel? Wenn man es nach ein paar Wochen mal wieder anmacht und dann tatsächlich einiges an Änderungen gibt. Ich kann sie leider nie von vorne sehen. Schade. Der hat einen Zippo verloren. Habe ich sofort gesehen. Ansonsten nur Schrott. Ein Schraubenzieher. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Dann kann ich mal versuchen, ein bisschen zu knacken. Ist auch gut für unser Diebstahl-Skill, ne? Portables Worklight? Ernsthaft? Boah. Das ist ja richtig geil. Das hat aber niemals unendliche Energie, oder? Wie groß bist du? Bestimmt riesig. Verdammt, warum ist immer alles so riesig? Das werde ich gleich mal testen. Auch was Neues, was ich noch nicht kannte, tatsächlich. So ein fetter Scheinwerfer. Aber die kannst du ja bestimmt verdammt geil nutzen, wenn du eine Base hast, um die nachts auszuleuchten. Könnte ich mir so vorstellen. Wo? Okay, Gummimangel haben wir hier noch nicht. Ich will doch nur einen Schraubenzieher finden. Aber ich habe schon was Neues gefunden. Geil, ne? Was bist du? Safety Goggles. Nein, das tausche ich nicht aus. Aber die nehme ich mit. Aber ich habe das ballistisch irgendeine Auswirkung? Ich sag mal, dass sie jetzt Splitterschutz macht. Aber Splitter spielen ja keine Rolle hier, ne? Oh, das ist relativ leer hier in die Ecke. Garagen. Da sollten wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Rucksack. Trocknet überhaupt nicht. Ich habe schon mal einen Kanister. Gestern hatten wir ja schon, hatten wir schon die Kettensäge einmal ausgetestet. Tolles Ding. Geht nur ziemlich schnell leer scheinbar. Das Doof ist, dass man einen Schraubenzieher braucht, ne? Nur mit einer Büroklammer schafft sie das nicht. Mit einer gebogenen. Das ist blöde. Ah, gleich immer meine Bar. Oh, mein Mausfinger ist heute sehr sensibel. Immer alles rauswerfen. Dann kommt wenigstens ein neuer Loot. Ich dachte doch, mein Mausfinger. Ich muss halt den Finger von der Maus nehmen. Nein. So. Falscher Button. Kurz im Prozess, ne? Damit das jetzt nicht so lange dauert. So, zwei. Ansonsten ist die Entwicklung des Spiels, ich finde, sie läuft gut. Die Entwickler sind fleißig. Man kriegt ständig, aber wirklich am laufenden Band Updates von denen, was los ist. Nichts Relevantes. Nur sind die Inhalte der Patches immer so seltsam. Also, ich will mich nicht beschweren, ne? Kommt ja mal ein Patch und dann kommen auch mal neue Sachen wie die Keycards und sowas. Finde ich ja eine ganz interessante Geschichte und den abgeschlossenen Fächern jetzt, damit der Loot eigentlich noch schwerer zu erreichen ist. Aber so essentieller, wichtiger Inhalt, den viele sich wünschen, auf den können wir mal lange warten. Aber ansonsten machen sie das doch ganz gut. Ein Glas. Eine Unterhose.
Spiel, du weißt doch ganz genau, was ich will, oder? Habe ich eine Bauchtasche? Ich habe eine Bauchtasche. So. Und ein schönes Stück Seife. Für ein bisschen Waschen. Der Seifenverschleiß ist auch höher geworden, meines Erachtens nach. Und ja, besucht die Seite www.dreizwanzigspiele.net. Die ist gerade noch in Arbeit so ein bisschen, aber da ist schon richtig viel drin, wie mit dem Kalender, haben wir gestern ja vorgestellt. Tolle Sache, haben die Jungs echt schön gebaut. Ich habe damit nichts am Hut, ich bin nur der Verantwortliche. Oh, lecker Butter, den brauche ich jetzt aber nicht. Das nächste Gericht, was ich zaubern will, wird wesentlich weniger Anspruch haben. Nicht so anstrengend sein wie die Chili con Carne. Boah, nicht ein scheiß kleiner Schraubenzieher, ne? Aber da in den Garagen. Sind ja alle noch zu, war kein Spieler dran. Ja, direkt bei der Polizei wäre natürlich super. Mal abchecken. So, Metallschrott liegt hier schon mal tollerweise rum. Yeah. Noch mehr. Wow. Der Besitzer der Garage hat eine Menge Metallschrott gesammelt. Obwohl er scheint ja ein Polizist gewesen zu sein. Komisch. Magazin. Ja, eine Mundharmonika. Dabei hatte ich in der letzten Folge oder im vorletzten Folge tatsächlich ja schon einen gefunden. Es gibt jetzt einen kleineren Schraubendreher. Boah. Was habt ihr denn mit eurem Müll? Scheiß. Oh, ich dachte, wäre eine Taschenlampe. Metallbaseballschläger. Schippe. Smartphone. Smartphone-Akku. Okay, das ist jetzt mir neu. Wo ist denn getan da? Lithium-Ionen-Akkus werden häufig in Unterhaltungselektronik verwendet. Sie gehören zu den beliebtesten wiederaufladbaren Akkumulatoren. Für tragbare Elektronikgeräte haben eine hohe Energiedichte, eine sehr kleine Memory-Effekt und weisen eine geringe Selbstentladung auf. Greifen. Das ist wahrscheinlich nur so ein Zusatz-Item, ne? Charge. Wo können wir denn Elektrizität aufladen? Ja gut, Handys findet man ja oft, da muss ich das... Obwohl, ich nehme es mal mit, man weiß ja nie. Das ist wahrscheinlich entladen. Aber 8 von 10 Einheiten hat es ja noch. Wo ist denn das Handy jetzt hin? Ja. Keine Ahnung. Kann man drauf schießen? Ist das dann wie die von Terminator, die dann so explodiert? Verstehe ich den Sinn nicht davon. Was soll man denn jetzt mit Energie betreiben? Alles findet sie, ne? Ein doofes kleines Messerchen. Das wünschen wir uns nur. Mehr nicht. Messerchen sei schon. Schraubenzieherchen. Nähzeug, alles Mögliche. Nur ein kleines Nähzeugchen. Ach Mann, was laber ich denn für Kack? Schraubenzieher. Schraubendreher. Da liegt einer. Ich sehe einen. Perfekt, das ist der kleine Bruder. Dafür weicht jetzt das Telefon. Damit können wir es versuchen, knacken zu gehen. Aber vielleicht liegt hier ja noch einer. Ist natürlich toll.
Ich denke, auch in jeder Apokalypse wirst du so eine Sachen wie Schraubenzieher wirklich finden können, leicht. Da wird nicht jeder alle Schraubenzieher mitnehmen. Boah, was für ein Käse da drin liegt. Oder gar nichts. Und das ist sogar ein Werkzeugschrank, ne? Und da ist nicht mehr Werkzeug drin. Nur rote Beete. Hm. Vielleicht gibt die ja Vitamin D. Man hätte ja vorher mal gucken sollen. Dann weiß ich, dass es Vitamin D gibt. Oh. Dann sollen wir mit einem sehr guten Schlaf. Kopf ist zu sehen, perfekt. Leichtes Spiel für Steffi heute. Leichtes Spiel. So. Gib mir meinen Pfeil wieder. Wo ist er hin? Habe ich den durch in den Boden geschossen oder was? Ach ja, der wäre für Bombenbau gedacht, ne? Sehr wenig Spielraum. Aber wo ist der Pfeil hin? Ist er vielleicht kaputt gegangen? Ist egal, dann ist er weg. So, Bandagen habe ich noch. Ne. Okay. Das haben wir einen ganz kleinen Pipi-Kugelschreiber. Mann, was ist denn los, ey? Kannst du das von Schraubenzieher nicht merken, Tim? So, einen ganz kleinen Pipi-Schraubenzieher. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Aber das ist ja nicht zwei Schlösser nur halten, oder? Und dann muss ich jetzt ein paar Klammern basteln. Und ich hoffe, ich kriege keinen Stromschlag. Aber ich glaube nicht, warum soll man hier einen Stromschlag kriegen. So, dann Take out. Take out. Take out. Take out. Und mal 10 Stück. Ja, dann sorge ich mal nicht alle. Ich muss die auch noch zurechtbiegen. Nein, nein, negativ. So. Herrscher niedrig. Oh, ich habe sogar einen Ruhmpunkt gekriegt. Ja, yeah. Ich glaube, es reicht, wenn die hier neben mir liegen. Ne? Da muss ich sie nicht extra in der Tasche stecken. Da sind ja nur rüstige Schlösser drin. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die billigsten, schlechtesten Schlösser da drin und sollen angeblich ganz schnell geknackt werden können. Jetzt kennt ihr natürlich meine Knackfähigkeiten, die kacke sind. Achso. Das ist nur eine, da kann man kein Bündel mehr herstellen. Okay, ich muss mal lesen. F. Ach, die sind wirklich nicht schwer zu knacken. Tatsächlich nicht. Da drin finden wir jetzt ein paar Schuss und denselben Rödel wie sonst. Wow. Damit kannst du deinen Skill aber super gut skillen, wa? Ein paar Patrönchen. Ach ja, komm. Und der Schraubenzieher war wirklich der kleine Bruder für den Schraubenzieher. Hat wirklich nur zweimal die Möglichkeit gehabt zu knacken. Aber beide Versuche waren erfolgreich, Leute. Also es ist easy zu knacken. Es ist gar nicht so schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob die privaten Schließfächer auch so leicht zu knacken sind. Wenn du jetzt da nur ein billiges Rostschloss reinmachst. Ob die jetzt, weil die Zeit war jetzt schon sehr langsam, ne? Achte mal wieder auf gar nichts. Diebstahl. Ja, das wirst du damit skillen können, ne? Das ist auch eine schöne Sache. Also Schraubenzieher haben jetzt für mich wieder ein bisschen an Relevanz gewonnen. Also, dass man sie haben will. Okay, wir haben schon... Ja, guck mal, das ist der Fall. Hey. Wie doof bist du denn? Ah. Ne, das ist nicht gebrochen. Das ist nur ein komisches Bild von dem Pfeil. Hallo? Achso, zusammen. Gut. Dann auf zum Militärlager und dann haben wir gar nicht mehr so weit. Dann sind wir ja schon fast bei unserer Heimatstadt
flitze mal ein bisschen. Ich würde sowieso jeder auf mich schießen, weil ich glaube, ich bin ein Zombie mit einem Messer im Kopf. Obwohl, dann sind die Zombies ja tot, ne? Aber ist natürlich, wenn man überlegt, dass man nicht mehr so alleine ist, ne? Auf so einem Server, momentan ist ja morgens bei mir ist aktuell 11.12 Uhr. Da ist der Server relativ leer gewesen. Da brauchen wir jetzt nicht so eine Sorgen machen, da renne ich mal bei dem Map, ne? Wenn du Pech hast, dann läuft halt einer beim Weg und der macht dich kaputt. Aber wenn der so richtig voll ist und du dir auch noch die Zeit nehmen musst, die Sachen zu knacken, kann das schon ganz tricky werden, ne? Aber die hätten nicht echt alle abschließen müssen, das ist ja albern. Da brauchst du ja 10.000 Schraubenzieher und Knackwerkzeuge. So, Militäreckchen. Erstmal werden wir da rein äugeln von Weitem. Und vielleicht den einen oder anderen Zombie abmetzeln. Weil da sind ja immer die Dicken drin. Da hinten ist ein Airdrop. Ich habe gerade schon gesehen, auf einmal. Ach, scheiße, abmetzeln mit dem Ding hier. Sind noch nicht gespawnt, bin noch zu weit weg. Obwohl der große Dicke auch mit einem Hieb tot ist, ne, oder? Die Basis ist nicht ausgebaut worden, ne? Nicht komplett. Ja gut, jetzt kommt der Vibe. Da hat ja auch keiner Lust, jetzt noch eine fette Basis auszubauen, ne? Ich weiß noch nicht genau, wann sie den geplant haben. Wie gesagt, das geht alles noch in Gesprächen über. Ich bin jetzt entweder sehr viel aktiver. Ich habe ja alles erledigt, was ich erledigen muss. Ich muss gleich nur noch einen Parkplatz für mein Haus nehmen. Ich stehe auf dem Netto-Parkplatz. Da werde ich sonst abgeschleppt, wenn ich da ewig stehe. Dann Schwimmbad. Keine Ahnung, ob das hier genutzt wurde. Man läuft da nicht ein Zombie lang. I don't see null Zombies. Tolles Englisch, ne? Oder Puppets, heißen sie ja hier. Das ist tatsächlich nichts, ne? Das ist aber eher selten. Türme lasse ich aus. Hatte ich wahrscheinlich das Beste drauf. Oh, den holen wir uns. Auch wenn ich gar keinen Platz mehr habe. Guck mal da, was da liegt. Guck mal, was ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Ich finde es ja cool. Ach komm, wir haben so viel davon. 3 von 3. 3, aber nur 3 von 3. Was hat denn der Gelbe? Hat der 10 Einheiten? Ich sag mal, der Kleine, der lohnt sich ja nie mitzunehmen dann. Schicke Ausrüstung. Ich wüsste nicht worauf. Wohl. Meine verlorene MP5. Wo ist sie hin? Wie habe ich die jetzt schon wieder verbummelt geschafft? Ich habe sie doch nie in der Hand genommen. Was ist das auf meinem Gewehr? Achso, das ist der Bogen. Wie habe ich die MP5 jetzt verbummelt? Kann mir das mal einer erklären? Wenn ich mal nicht verbummel was, ne? Ist sie hin? Ich habe gerade gesehen, dass hier so ausgegraut war. Kann mich jetzt aber auch an keine Stelle erinnern, wo ich so dusselig wieder war. Oh. Aber wir haben die abgesägt. Die mag ich auch ganz gern. Mann, hier liegen richtig viele Waffen drin, ne? Interessant. Noch einer. Na, eigentlich müssen wir das Platz... Ach, der Scheinwerfer hat den Platz eingenommen. Jetzt geht mir gerade ein Licht auf. Scheiße.
Scheißendreck. Komm, ich schmeiß das hier raus. Ja, Schraubenzieher sind jetzt wichtig, ne? Auch wenn sie nur zwei Einheiten haben. So, auf zum Airdrop. Der müsste aber noch unterwegs sein, oder? Ja, laufen wir eigentlich perfekt. Perfekt laufen wir sogar. Ich habe gar keinen Platz für den ganzen Scheiß. Mein Rucksack wird auch nie trocken. Und dann haben wir nur noch einen kleinen Marsch, dann sind wir schon zu Hause. Das sollten wir dann in der nächsten Folge schaffen. Die Sachen ablegen und dann vielleicht noch eine neue Challenge beginnen. Mal schauen, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ist das ein Krümmel oder ist das, ja, das ist ein Krümmel auf dem Monitor? Toll. Hello Forrest, Steffi. Ohne deine MP5, da fährst du jetzt einen tollen Scheinwerfer. Yeah. Ach, da ist er. Da kommt er schon. Was ist eigentlich, wenn ich mich in so einen Airdrop auslogge und der dann explodiert? Passiert mir dann gar nichts? Mein Charakter ist ja rein technisch nicht da, ne? Wow. Die ist dick, die ist stark. Okay, das war blöd. Ich nehme die 6. Du bist ja lahm. Ist schon laut. Ich habe Gehörschutz drin. Das ist natürlich nicht so klug, weil wenn jetzt einer tatsächlich in der Nähe ist, wegen den Airdrop, dann weiß er ganz genau, dass ein anderer Spieler da ist. Scheiße, ich brauche noch einen Scope, aber wenn das jetzt so schwer ist, die zu bekommen, die Sachen. Halt, wieder was auf den Boden gelegt. Gibt's doch gar nicht. Ach ja, weil es nicht automatisch dreht. Das ist ein bisschen fail, finde ich. Landet er gerade? Naja, mal gucken. Wieder mal muss ich Lili, Lulu? Lili. Ja, manchmal. Geistesgegenwärtige Fürze im Kopf. Hast das, wenn der auf so einer mega freien Fläche steht, ne, dieser blöde Airdrop? Meistens kommen sie da mit Autos dahin geflitzt. Warte mal. Ne, ich dachte, ich höre ein Auto, aber das ist ein Dachdecker gegenüber. Hab mich schon gefreut. Also, nein. Jetzt kriegt die Steffi sogar noch einen Kill ab, aber das waren leider nur die Dachdecker. Was wird das sein? Ein Schrottdrop oder ein guter Drop? Also erstmal ganz viel Zeugs, was ich gerade so nicht brauche. Und eine Pistole. Es ist einfach nur eine Pistole. Mit allerhand möglichem Müll. Also können wir was testen. Weil dann hat die auch einen Charlie, das ist gut. Das passt nicht. Da ist bestimmt so ein Rail drauf. Schönes Reparaturwerkzeug, ne? Eigentlich ist es doch attraktiv, sowas zu haben, aber was soll ich jetzt damit? Ich habe mich ja natürlich über den Ghillie sehr gefreut. Ich muss es essen. Vor allem die Schoki. Die kann ich doch keine. Die Steffi kann keine Schoki liegen. Das schafft die nicht. Okay, den nehmen wir mit.
Und ach, guck mal hier, sowas brauchst du eigentlich so viel, ne? Aber was habe ich jetzt davon? Und mein Bogenschießgerät, ist natürlich blöd hier stehen zu bleiben. Da es geht extrem lahm voran mit dem Bogenschießgerät. Muss ich doch sehen, ich bin noch nicht so weit weg. Pfeile sind auch zu stark, ne? Also zum Skillen, glaube ich. Die machen den Zombie zu schnell down. Wird was weggeworfen? Bogen habe ich noch, ne? Gut. Muss ja aufpassen. Na doch. Das geht doch schneller, als ich dachte. Nein. So, dann suchen wir uns jetzt einen Unterschlupf. Ist ja relativ weit gar nichts zu sehen. Richtung Westen. Das ist ja die Safe Zone, da will ich eigentlich gar nicht hin. Da oben ist ja diese Bunkeranlage. Da finden wir ein kleines Häuschen. Ach, Menno. Nichts Relevantes. Manchmal verlieren die mal was Schönes, was man sich wieder reparieren kann. Ah, die braucht auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf. Und Pipi muss er noch. Dann ist es nur noch ein Katzensprung nach Hause und dann gehen die Ideen wieder los. Denn wir haben jetzt ja einiges an neuen Items. Und geplant als kleines Event, definitiv. Ich weiß doch nicht wann, vielleicht als Stream, ich weiß es nicht. Das muss ich mit den Admins absprechen, ein Schubkarrenrennen, was ziemlich Banane werden wird und lustig vor allen Dingen. Gerade so einen Spaß macht und ich erst skille, aber der müsste mich sehen. Na, jetzt schnallt's nicht. Boah, ich krieg richtig Ruhm, ey. Zwei Ruhmpunkte gab's gerade. Schon so lange am liegen, da hinten der Airdrop. Da sehe ich eher schlechte Karten, dass wir den noch erwischen rechtzeitig. Jetzt musst du kacken und pissen. Was ist mit ihr los? Ist halt so, oha, jetzt springe ich auch noch, wollte ich gar nicht. Relativ weit weg. Aber er ist auf der Route, was soll man tun? Und da sind auch schöne Gebäude. Das müsste vom Radius passen. Aber nicht der. Boah, es wird alles voll! Okay, sind wir mal mutig. Mach mal Puh. Und Pi, genau zwischen den Zombies. Das müssen die doch riechen. Ich will das nicht sehen. Haben wir nochmal Wasser in der Nähe wegen der Hose waschen? Da sind wir schön dran vorbeigeflitzt, aber da kommt ja ein Bach auf dem Weg nach Hause.
Immerhin hat sie festen Stuhlgang. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nicht ranriechen. Ja, nervt das immer. Hat er schon Bumm gemacht? Nee, er hat noch keinen Bumm gemacht. Aber der wird, bevor wir da ankommen, Bumm machen. Der liegt ja schon eine Ewigkeit da. Von wie weit das doch ist. Mal so einen Hochsitz zum Haier machen, ne? Gar nichts. Den erreiche ich eh nie. Gab es nicht das Zelt zum Bauen oder habe ich das geträumt? Da. Was kostet denn das Zelt? Ein Seil, 5 von Metallplatten, 30 Racks. Heidewitzka. Ja, logisch, ist auch ein großes Zelt. Was? Ja gut, war eine Dürre. Nicht ein Unterschlupf hier, aber wirklich kilometerweit nicht, ne? Was ist das da? Ein Stein. Oh, noch ein Zombie. Schön im Gesäß. Eine Beinchen. Da hält er einfach mehr Pfeile aus, ne? Sonst im Kopf sofort tot. Gibt's ja nicht mehr Ruhmpunkte durch. Tut mir leid, aber du hast noch einen Pfeil von mir, oder? Zombie-Ball. Ja. Meine erste Keycard. Noch 70 Stunden Zeit. Das ist echt viel, aber ich habe schon Respekt vor dieser Aufgabe. Ne? So, da oben Richtung. Ja, so passt schon. Wartet ein kleiner Unterstand auf uns. Was will ich denn gleich frühstücken? So um 11.38 Uhr. Ne, 30. So spät schon? Oh, wir sind schon eine Stunde und drei dran. Heidewitzka, sorry. Das muss ich ziemlich nördlich laufen. Powern uns nicht mehr ganz so aus. Und dann gibt es bald endlich wieder den kleinen Rucksack, dass wir Steffis Popöchen uns ein bisschen schöner betrachten können. Der Scheinwerfer, den finde ich cool. Also für eine große Basis zum Ausleuchten. Eine große Basis ist ja eh nicht geheim. Jeder kann sie ja sehen. Und wenn du dann die wichtigsten Stellen wie Gebüsche und so fett ausleuchten kannst, wäre das ja schon ziemlich episch, oder? Wir müssen das mal nachts testen, aber ich habe keinen Bock, nachts zu spielen. Oh, gib mir eine Weintraube. Ach, geiziges Spiel.
Ihr merkt schon, ich kann heute irgendwie gar nicht aufhören, aber wir müssen jetzt zum Schluss kommen und werden in diesem Haus. Ja, Schraubenzieher zu haben oder nicht haben. Das findest du immer nur den kleinen, den großen findest du gar nicht mehr, ey. Ein schönes Nickerchen machen nach getaner Arbeit. Da ist eine Mickey Maus. Und ein Ohrenschützer. Jawohl. Die Prinzessin kriegt ihre Weintraube. Die MAEs, die hauen rein. So. Naja, die Dachziegel sehen gut aus. Sieht aus, als ob das Haus trocken bleibt. Oh. Wo habe ich denn Lockpicks? Ach ja, klar. Das Haus ist... Jetzt können wir mal testen, das ist ja natürlich von einem anderen Spieler, ob das auch so langsam geht. Ne, es geht nicht so langsam. Okay, ich hab's verkackt. Und das gibt auch noch Ruhmpunktabzug, ne? Ich will doch nicht schlafen, muss ich das andere Haus nehmen. Ja, aber der Akku, da bin ich auch noch so ein bisschen überfragt. Wofür soll der gut sein? Also, so eine Energie... Das kann immer für was gut sein. Aber für das Handy selber ist es nicht gut. Obwohl er heißt... Smartphone-Akku. Muss ich nochmal suchen. Ja, das ist jetzt die Frage der Fragen. Charge, nein. An so eine... Wo sollte man den dran laden können? Das frage ich mich hier gerade. So kann man eh keinen Akku laden, ne? Das ist mir schon klar, aber... Aber was hat der Entwickler sich dabei gedacht? Rein in die Steffi. Was hat sich der Entwickler dabei gedacht bei dieser komischen Handy-Akku-Geschichte? Wow. Also, die haben echt beschissen Weine gestellt. Entweder haben sie den schnell ausgetrunken, wo die Apokalypse eingetreten ist. Nein, hör auf. Das sind mir relativ oft leer, ne? Diese. Was mache ich denn da immer? Ja, Kalorien haben wir genug. Jetzt nicht mal ein Bett. Was ist das für ein scheiß Haus? So, Krankenwagen. Boah, ich hoffe, wir werden niemals irgendwelche Krankenwagen im Spiel eingeführt. Dann komme ich immer durcheinander, wenn ich die höre. Mal Leibbrot. Hier schon mal das Bett, auf das wir gehofft haben. Und Unsinn. Ja, wir müssen uns noch mal waschen. Bevor wir nach Hause kommen. Nein, so wollte ich keine Pause machen. Jetzt, so sollte man jetzt Pipi machen dürfen. Ne? Ja, sie macht es aber so. Sie steckt einfach ab. Das ist doch doof. Warum patcht das hier rein? Messer im Kopf. Er ist gut jetzt. Mann, warum komme ich denn immer auf den Mausknopf? Bin ich so angespannt? So, ab ins Bett. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.